Der Witchy Talk am Montag. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Heute geht es um Das Pendel als Retter. Ich habe hier einen kleinen Zeitungsausschnitt von 1989. Das ist so auch die Zeit, wo es Ouija-Board, mit dem Gläserrücken, Tischerrücken und so weiter alles so, ja, seinen Lauf nimmt. Und wir sind jetzt so ein bisschen auch im Paranormalen mit drin. Ja, das Pendel als Retter. Das ist ein Artikel vom 2.10.1989 aus Zürich. Man wurde bereits aufgegeben. Ich lese diesen Artikel euch mal vor. Eine Wahrsagerin hat, glaubt man einer Schweizer Zeitung, maßgeblich dazu beigetragen, dass ein verunglückter deutscher Bergsteiger aus den Alpen gerettet werden konnte. Der Mann war seit Montag im Engadin vermisst worden. Die Rettungswacht fand den 40-Jährigen nicht. Da wandte sich seine Ehefrau an eine Wahrsagerin in Spanien. Diese schickte, so berichtete der Sonntagsblick, per Telefax eine Skizze des Berges in die Schweiz, auf der die Stelle eingezeichnet war, wo der Vermisste nach Angaben ihres Pendels liegen sollte. Tatsächlich wurden die Rettungsmannschaften daraufhin fündig, nachdem die Suchaktion bereits eingestellt worden war. Der Bergsteiger hatte sich einen komplizierten Unterschenkelbruch und eine Armverletzung zugezogen und musste sich 4 Tage lang ausschließlich von geschmolzenem Schnee ernähren. Ja, das ist sehr interessant. Ja, Magie gibt es, Magie funktioniert auch. Was denkt ihr jetzt so über diesen Artikel? Eine Wahrsagerin in Spanien, kann sie das wissen? Hat sie das schon vorgeplant? Also, ich bin auf jeden Fall sicher, das ist möglich. Es war auch möglich. Man hat ja diesen Mann auch gefunden. Und er war ja auch nur 4 Tage lang vermisst. Ja. Es ist ja immer so 24 Stunden und danach ist man für tot erklärt, beziehungsweise nicht mehr findbar. Und nach so und so viel Zeit für tot erklärt, ja, man spürt es auch innerlich. Auch die Frau muss gespürt haben, nein, der ist noch da. Ja. Ja, interessant. Was sagt ihr dazu? Bisschen was aus der Geisterwelt. Das Ganze ist im Verlag an der Ruhr in einem Zeitschriftsbuch sozusagen erschienen zum Thema Okkultismus. Ja, habt ihr auch so Erlebnisse persönlich schon gehabt, dass ihr sagen könnt, ja, ich habe da auch schon mal jemanden retten können oder ich hatte schon selbst so eine Art Vorahnung und wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss.